Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir immer noch im Gespräch sind mit dem Mann, von dem ich vermute, der Gaunt, der ist doch Gaunt, ne? Von dem ich vermute, dass er in Wahrheit ein Genie ist oder ein Djinn. Und ganz ehrlich, es gefällt mir natürlich überhaupt nicht, was er von uns verlangt. Also eigentlich ist es ja nicht schlimm, aber das macht es umso schlimmer. Diese harmlose Forderung, er tut hier gerade alles für uns, aber vielleicht will er einfach auf der Erfüllung des Vertrages beharren. Vielleicht ist das der Grund, warum er sich überhaupt an uns wendet und warum er uns so großzügig, naja, seine Dienste zukommen lässt. Und im Grunde genommen, wir haben ja eigentlich gar keine Wünsche an ihn, sondern er hat eigentlich einen Wunsch an uns, eine Bitte an uns, sozusagen. Aber andererseits haben wir immer um Hilfe gebeten. Wir haben aber nicht gesagt, ich wünsche mir Hilfe, sondern wir haben einfach nur gesagt, okay, dann holen wir uns hier raus. Trotzdem gefällt mir das nicht. Das kommt mir reichlich zwielichtig vor. Deine Hilfe, dein Pakt mit Olgierd, seine drei Forderungen. Überleg es dir. Ich stimme dir zu. Du hast keinen Grund, mir a priori zu vertrauen. Aber ich war nun mal zur rechten Zeit am rechten Ort, um dir zu helfen. Und es ist nun mal derselbe Mann, der uns beide betrogen hat. Ich finde, das sind Gründe für eine Zusammenarbeit. Das finde ich weniger. Komm mit mir zu Olgierd. Du wirst sehen, dass er ein niederer, ehrloser Mann ist, der mit dem Leben anderer wie mit Spielzeug umgeht. Mit deinem auch, als er dich zum Froschprinzen geschickt hat. Jetzt erinnere ich mich wieder, wen er überhaupt meint, mit dem Olgierd. Das war also, der war das. Na gut, nein, da mache ich nicht mit. Na gut, von mir aus, ich helfe. Ich finde, ist Nummer 2 überhaupt eine Option? Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir es nehmen, aber ich nehme trotzdem Nummer 1, denn wir wollen natürlich zumindest erstmal herausfinden, ob was der Olgierd für ein Mann ist. Und ja, er hat uns zum Froschprinzen geschickt. Ich weiß nicht, ob er wissen konnte, was es mit dem Froschprinzen auf sich hat. Gut, ich gehe mit dir zu Olgierd, aber ich verspreche nichts. Genau. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Geh schon, du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Ich muss mich unterwegs noch um etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben? Vielleicht. Es mag komisch klingen, aber ich mag den trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht warum. Stufe 38, verfügbare Punkte 2. Huch! Ich bin jetzt völlig überfordert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich nehmen wollte ursprünglich. Axi-Intensität hier wollte ich doch. Igni? Nee. Ich wollte das Quenzeichen wollte ich hochballern. Können wir eigentlich mal machen. 500 werden aus der Entfernung, Außenregion, okay. Ich baller mal das Quenzeichen hoch. Ich denke, das ist okay. Fertigkeit. Haben wir jetzt 2 von 5. Jetzt muss ich nur noch irgendwo reinbringen. Ich weiß gar nicht wo. Axi-Zeichen ist natürlich auch schön. Wird vorübergehend zum Verbündeten. Wir benutzen aber Axi, ehrlich gesagt, doch eher selten. Marionette. So, mache ich mal das Quenzeichen. So, damit haben wir hier Quenzeichen und Quenzeichen. So, ich hoffe, das ist okay. Suche Olgierd auf. Der zarte Hauch des Bösen. Ehrlich gesagt würde ich jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir wieder folgendes Problem. Fängt wieder früh an, natürlich auch beim DLC. Wir haben die Hauptquest mit dem zarten Hauch des Bösen, aber wir haben auch die Nebenquests. Verzauberung, Anfangskosten. Besuche den Runenschmied, erfahre mehr über sein Handwerk. Wir haben hier noch ein paar eingesammelt, die würde ich natürlich auch gerne machen. Vielleicht gucken wir mal da. Hier gibt es ja auch ein Schnellreiseschild, da gucken wir mal ganz kurz. Generell haben wir aber noch ein paar Fragezeichen da oben. Da ist das Chateau, da wohnt ja der Typ. Und wir haben hier oben noch 2 Fragezeichen. Und wo müssen wir hin? Da hinten zur neuen Mühle. Auch da haben wir noch ein paar Fragezeichen. Alter. Okay, es geht wieder los. So, wir gehen zur neuen Mühle. Und dann holen wir uns mal ganz kurz erstmal das Fragezeichen oben. Also da bin ich dafür, dass wir es zwischendurch immer mal wieder einstreuen. Tut ja auch keinem weh, wenn wir da 1 oder 2 Fragezeichen zwischendurch mal machen. Und dann auch mal hier unter eine Nebenquest. Dann streuen wir das Ganze so ein bisschen. Das mischen wir einmal mal durcheinander und formen daraus einen wunderschönen, leckeren Witcher-Teig. Köstlich, Witcher-Kekse. Wer mag die nicht? So, ich gucke mal auf die Karte. Und dann hier oben. Ne, das ist, da wird der Teig gelinkt. Hallo Bauer. Gut, hier war das hier. Der Wind heult. Ja, da heule ich gleich mit. War das hier? Das war nicht der. War das der Friedhof?
weiß ich gar nicht mehr, wo die alte Runkel. Boah, der ist hier knarzt. Ich habe immer das Gefühl, dass gleich irgendwas angreift. Wieso renne ich über. Wieso leuchten das hier? Hier sind viele Pilze. Achso, das ist einfach der Mond, der da drauf leuchtet. Das sah gerade so erstmal mit den roten Pilzen so auffällig auf. Generell sieht es hier sehr auffällig auf, aus. Hier sind echt viele Pilze. Habe ich so noch nie gesehen hier. Da haben wir wieder so eine lustige Blüte. Ah, Los Bandidos. Okay, Schutzschild. Ich hau erstmal die Bogenschützen weg, ne? Falls jemand Fragen hat. Blut gegen Blut, Brüder! Da hab ich doch glatt einen erwischt. Oh, Mist, jetzt war ich gerade ganz kurz unkonzentriert, weil ich gerade was überlegt habe, nämlich das hier. Okay, ich konnte nicht mal ausweichen. Aua. Boah. Alter, da legt er nochmal nach. Wow. Und ausweichen und elegant wegmöbeln. So, die Herren Raubritter. Ah, Orden, der Orden wieder, der feine Herr Orden. Peters Logbuch. Was hat der Peter denn jetzt wieder angestellt? Also immer dieser Peter, du, das sage ich dir. Da, den werde ich mal einen gesalzenen Brief schreiben, den nenne ich dann Salpeter. Okay, Peters... Oh Gott. Inzwischen sind wir seit 3 Tagen hier im Totenwald stationiert. Eine wirklich wichtige Mission. Das sagt uns jedenfalls der Kommandant. Wir senden nur die Besten in den Totenwald, das waren seine Worte. Ich bin verdammt nochmal ganz schön stolz. Seltsamerweise gibt es hier nicht viele Bäume und auch keine Toten zu sehen. Vielleicht waren die Informationen des Meisters veraltet und die Bauern haben den ganzen Wald gefällt. Thomas sagt, der Grund sei, dass wir den falschen Weg eingeschlagen hätten, aber er kann weder lesen noch schreiben. Deshalb traue ich ihm nicht. Ich werde nach dem Abendessen selbst etwas auf Erkundungstour gehen. Ich will eine Karte dieser Region anfertigen, denn der Kommandant hat uns keine gegeben. Wenn ich zurück im Hauptquartier bin, werde ich alles sauber und ordentlich niederschreiben. Peter von Neihaie. Okay, verstehe jetzt den Sinn nicht. Ih, wie liegt denn der da? Ist das der Peter? Ah ne, das hier war der halbe Peter. Was genau macht der da? Mutti, warum liegt der da so? Mutti, was machen die beiden Männer da? Ist das nicht eher schräg? Ich meine, wegen der Leiche? Und also heute ist irgendwie... Warum fallen die denn hier alle so? Ich glaube, die waren sehr einsam im Wald und deswegen kriegen sie Beine nicht mehr zusammen. Können nicht mehr richtig sitzen. Oh, Rüstung des Ordens der Flammenrose. Na, warum auch nicht? So, hier haben wir noch was. Bisschen Roggenschnaps, nehme ich gerne mit. Halt, da war noch was. Hier. Bisschen was zu süppeln und dann, naja, raube ich nochmal ganz kurz die anderen Leichen. Ich weiß nicht genau, wo sind die denn hier? Kleiner Knüppel, das ist total wichtig und ein Anfängerset. Hallo? Da leuchtet es. Ja, und da hinten natürlich wieder Wölfe. Und guck mal hier, wieder ein liebliches Blümlein, ein Moli-Pfeil. Ich kenne auch Molinö. Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich raste mal ganz kurz. Ich raste aus. Ein Stündchen können wir machen, ne? Oder warte mal bis 5. Das ist eine schöne Zeit. So. Boah. Die ganze Nacht mit Ziegenkäse vor der Nase verbracht.
Sag mal, was, die sterben aber echt sehr merkwürdig hier. Guck mal. Die waren echt sehr, sehr einsam im Wald. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch kein Zufall. Drei Leute. Oh, der Bach ist voll schön. Oh, ich liebe Gebirgsbäche. Gebirgsbäche sind voll schön. Ich sag ja, Schuhe aus und einfach mal barfuß drin rumlaufen. Das ist ja voll schön hier. Guck mal, da kommt auch noch so einer runter. Oh. Ich habe keine Ahnung, was das da hinten gerade war. Ich gehe auch nicht nachschauen. So, weißt du was? Der Plötze ist natürlich auch schon hier. Der wurde gerade mit dem Bach angeschwemmt. Sie meine ich natürlich. Entschuldigung. Okay. Dann würde ich mal sagen. So ist gut. So. Ich muss mir aber angewöhnen, Schiff zu halten. Okay, ja, Plötze, ins Feld, genau, das ist eine gute Idee. Guck mal, einmal nicht hin, weißt du? Und brennt da hinten was oder ist das der Kamin vom Haus? Weil das sieht nicht so gesund aus, ehrlich gesagt, die Rauchfahne. Okay, huch. Schneller. Jetzt habe ich ja DDD gemacht und dann bin ich aus Versehen direkt am Haus vorbeigehüppelt. Ah, okay, hier war's. Ah, das war zufällig der Mann, den ich sowieso sprechen wollte. Hallo, Herr Händler aus dem fremden Lande, der zufällig jetzt auftaucht. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ich habe deinen Prinzen getötet. Oh, das Pferderennen. Nee. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also, ein Rennen. Warum tue ich das? Ich habe seit langer Zeit wieder Witcher, nehme ich jetzt seit langer Zeit wieder auf und stürze mich gleich in ein Rennen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, was soll's. Ich habe keine Ahnung, wie die Strecke geht. Beweg dich! Hey! Führe dein Ross an seine Grenzen. Mein Ross hat keine Grenzen. Es ist ein freies Pferd. So, vorbei am brennenden Häusli. Hä? Was ist hier los? Ich glaube, da werden jetzt Fässer rumgerollt, aber die waren nicht da. Die waren unsichtbar. Deswegen bin ich gesprungen. Ich werde schlanker, wenn ich groß bin. So, ich versuche, dem Weg zu folgen. Es ist nicht leicht. Nein, nein, ich kann nicht schnellstens reiten. Okay, los geht's. Irgendwas. War's das? Haben wir gewonnen? War ich im Ziel? Ich habe nichts gesehen. Habe ich die Route verpasst? Ist irgendwas passiert? Bildschirm, verlass mich nicht. Hallo? Kommt jetzt die Siegerehrung? Habe ich den ersten Platz bei den Bundesjugendspielen? Was ist denn jetzt los? Hallo? Bitte nicht schon wieder ein Bug. Wir sind echt gut geritten diesmal. Wir sind echt gut geritten. Wir sind unsichtbaren Fässern ausgewichen, so glaube ich. Durch die Schafherde sind wir durchgekommen. Durch die Stadt sind wir gut durchgekommen. Wir haben diese kleine Abzweigung mitgenommen. Sofort. Also lief eigentlich gut. Und jetzt passiert hier nichts. Ich drücke auf die Leertaste. Meditant. Man hört nichts. Enter-Taste. Meditant. Nichts passiert. Kein Escape, kein gar nichts. Ich kann nichts machen.
Wir sehen uns gleich wieder. Moment. Ah, na also, so geht's. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plätze. Genau. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plätze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Hören. Ich mag diese Geschichten. Und ich mag auch die Zeit der Geschichten. Heutzutage hat kaum noch jemand Zeit für Geschichten. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Tja, heutzutage ist alles eher Marvel-Filme und Action und Boom, Bang, Boom. Ich mag auch Marvel-Filme, ne? Also keine Sorge, ich will da nichts mit sagen. Ich mag die Filme auch, aber ich mag eben auch Geschichten. Ich finde, Geschichten kommen heutzutage viel zu kurz. Am schönsten sind Geschichten immer noch in entsprechender Atmosphäre am Lagerfeuer oder einfach mal so bei Kerzenschein erzählt, sowas in der Richtung. Das finde ich schön. Oder am Kamin, wenn man denn einen hat. Sowas finde ich sehr, sehr schön. Okay, der zarte Hauch des Bösen. Das haben wir jetzt eigentlich... Haben wir die Nebenquest jetzt abgeschlossen? Das war einfach nur das Ding? Nee, ich wollte doch hier. Besuche den Runenschmied. Besuche den Runenschmied. Habe ich mich jetzt gerade vom Pferderennen ablenken lassen? Huch, entschuldige bitte Plötze. So, er trägt die Kiste immer hin und her. Ich weiß gar nicht warum oder wohin. Ich wollte tatsächlich hier hin. Bin ich jetzt einmal weggeritten, weil ich quatschen wollte. Da ist der Runenschmied. Der ist gerade am Beten, aber nicht auf den Knien, wie ich sehe. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, liegen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Beides interessant. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Sprich weiter, mein Freund. Das hört sich sehr, sehr interessant an. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf.
Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Das glaube ich auch. 5000! Ich hab doch gerade die extra Rüstung zusammengeklöppelt. Da habe ich doch Materialien gekauft. Oh Gott, 5000. Wo soll ich die jetzt noch herkriegen? Hatte ich überhaupt jemand so viel? Scheiße. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können. Respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht, und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Hör mal, Effendi, ich finde das sehr spannend eigentlich, das muss ich zugeben, aber ich weiß nicht mal genau, was er meint. Er will die Syntax beherrschen, die Syntax der Zeichen, die Sprache der Welt sind. Also eine Weltsprache, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen, finde ich gut. Naja. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler. Und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott. Die Welt. Ah, deswegen. Durch Symbole spricht er. Und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie. Und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. Und auf einmal macht alles, was er vorher gesagt hat, Sinn. Danke. Bis dann. Ciao. Wir brauchen 5000 Gold. Ich habe keine Ahnung, wo wir herkriegen sollen. Wir haben 1000. Wir werden ein bisschen sparen müssen. Wo kriege ich denn 5000 Anfangskosten? Es wird noch teurer. Besorge 5000 Kronen. Woher? Scheiße. Okay, Verzauberung Anfangskosten. Das sind nur die Anfangskosten. Wo soll ich denn? Oh Gott. Spurlos. Suche mit Hilfe deiner Hexer in einem Totenwald nach Spuren von Volkert. Sprich mit dem Kräuterkunde, das haben wir schon gemacht. Okay, wir suchen nach Volkert. Heilige. Ja, ich muss jetzt erstmal... Ich hoffe, wir kriegen Kronen bei den Questen. Sonst haben wir ein kleines Problemchen. Werde ich farmen müssen. Oder wir müssen alle... Ja, wir können theoretisch in Skellige Fragezeichen abklappern und die ganzen Sachen verkaufen. Das ist meine Maßnahme. Da werde ich vielleicht eine Folge... 2, 3, 4, 5... Werde ich wahrscheinlich ein paar Folgen lang Fragezeichen abklappern müssen in Skellige.
Nur damit wir das hinkriegen. Ach, guck mal, hier ist das. Da können wir direkt noch auf der Reise Fragezeichen abklappern. Huch. Ah, großartig. Achso, das ist eh wieder... Hä? Hä? So, komm du steile Reitsau. Du hast noch einen neuen Sattel, oder? Da guck ich mal ganz kurz. Neuer Sattel. Wir werden grinden müssen. Da freue ich mich ja drauf. Grinding bei Witcher, dass ich das noch erleben darf. Na gut. Aber so richtig grinden ist das ja nicht. Wir müssen ja eigentlich eher so... Warte mal ganz kurz. 85 Ausdauer. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 80 Ausdauer. Naja, 85 ist nicht so viel mehr. Aber ganz ehrlich, was soll es? 5 Punkte sind 5 Punkte. Beweg dich! So, und jetzt hier entlang und dann scharf links. Diesen kleinen Gemeindepfad hier. Auch schön. Immer schön. Die Welt vom Witcher. So, hier entlang. Da drüben haust etwas. Ich weiß nicht genau, was es ist. Nein. Da lang. Oh, wahrscheinlich ein Bär. Hier ist das Weingut schon wieder. Da waren wir ja schon mal. Wenn es das ist. Ich hoffe, das ist es. So, links im Busch haben wir wieder irgendwelche Viecher. Hier wieder, oh, wieder ein schöner Gebirgsbach. Ich liebe es. Okay. Ich bin so doof. Ich bin nicht so schnell, Plätze. Ich bin mega doof. Ich wollte doch erstmal. Ich wollte doch erstmal zu dem Fragezeichen. Jetzt reite ich direkt schon zur Quest. Aber ich reite stur die Fragezeichen ab. Da kannst du mal von ausgehen. Erstmal guck ich mal, wenn wir schon mal hier sind, was ist das für eine Hütte? Hund. Huch. Bäuerin ist aber nur irgendeine Hütte. Gut, ist einfach nur irgendeine Hütte. Ich dachte, wir können mit jemandem quatschen. Oder wir finden hier wieder was, aber leider. Vielleicht später. Der Jäger steht noch sehr auffällig. So, da hinten ein paar Schmiegeruinen. Vielleicht führt unser Weg jetzt dahin. Burg Zuätzter oder Zützter. Zuätzter wahrscheinlich. Oh. Seht meine Tapferkeit, Brüder! Plötze, begib dich in Sicherheit. Okay, der war nicht so nett. Ich suche erstmal die Bogenschützen, ne? Wie immer. Boah, dieser rennende Raubritter. So ist's, mein Freund. Die Raubritter, ich wollte eigentlich gar nicht. Na, einmal jetzt die Rolle machen. Und jetzt reicht's mir aber. Oh, Hilfe! An hohem Alter. Schneller, verfickt mal. Hä? Wie konnte der denn jetzt wieder aufstehen so schnell? So, einmal umrunden.
Diese Raubritter sind aber neu hier, ne, in der Gegend. So, nur noch du und ich. Halt, da ist noch einer. So, lass dein Schild fallen, Junge. Der lässt sein Schild komischerweise nicht fallen. Gott ist böse mit euch. Hörst du das? So, einer ist noch übrig. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der müsste hier irgendwo in den Ruinen sein. Eigentlich wollte ich gar keinen Kampf. Wie komme ich denn zu dem hin? Wahrscheinlich klemmt er hier irgendwo zwischen. Der muss da drin sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkomme. Wir können die anderen Leute ja gleich nochmal befragen zur aktuellen politischen Lage. Ha! Erbärmlich. Verdammt! Hey, ich bin ausgewichen! Das war also das. Oh, die haben mir gerade ein köstliches Mahl zubereitet. Ich habe die Herren wohl gestört gerade. So, wir müssen alles... Befehle. Halt, wir müssen alles looten, denn wir müssen alles verkaufen. Wir brauchen 5000. Befehle für Ernst Golds. Ernst, halt dich vom Totenwald fern. Dort gibt es jede Menge wilde Wölfe und aus dem Boden steigt ranziges Gas auf. Vor einer Woche habe ich einige Männer dorthin ausgesandt. Hab ihnen gesagt, sie sollten die Gegend auskundschaften, aber das war reiner Blödsinn. Wir haben die Ecke schon vor langer Zeit erkundet und wissen... Der Wald ist eine Todesfalle. Deshalb habe ich meine größten Luschen zusammengestellt, die ihren Proviant nicht wert sind und sie in den sicheren Tod geschickt. Ich weiß, du fragst jetzt sicher, was kann ein Idiot dafür, dass er ein Idiot ist? Nun, diese Nulpen können in einem Kampf ein gewaltiger Passivposten sein. Beim letzten Kampf gegen Radovids Truppen haben zwei dieser Schwachmaten im Eifer des Gefechts unsere Schildwappen übersehen und unsere eigenen Leute angegriffen. Da frage ich mich natürlich, ob es diese Flitzpiepen überhaupt jemals in den Wald geschafft haben. So, die Schwachmaten, die Flitzpiepen, das sind alles meine Lieblingswörter. Was ist denn hier los? Komm, ich mach mal ein Feuerchen. Was ist denn? Ach, das Wasser. Okay. So, wir müssen unsere Waffe reparieren. Gut, dass wir hier gerade noch ein Set gefunden haben. Das trifft sich sehr gut. Dann verbraten wir wenigstens keins. Das, was wir ja verbraucht haben, kriegen wir gleich wieder. Hier hüpfe ich mal ganz kurz hoch und guck mal, was es hier oben so Schönes gibt. So. Ja, komm, ein Feuerchen machen wir auch mal an. Ist schön heimelig. Und was haben wir denn hier? Alkohol, na super. Neumondhosen, Neumondhandschuhe. Die sollten wir mal, ich überprüfe die mal ganz kurz eben. Auf ihre Tauglichkeit. Nein, Quatsch, nicht Questgegenstände. Neumondhosen, das hört sich ja interessant an. Wo immer die gelandet sind. Wahrscheinlich hier hinten. Hm, sind nicht ganz so schlecht. Aber natürlich... Naja, für uns momentan. Halt, wenn wir schon mal da sind. Entschuldigung. Wir schrauben gleich mal... Nein, nicht im Bier. Ein Bierchen in den Hals wäre natürlich auch schön gerade. Aber erstmal hier die Stahlwaffe aufpeppen. Ist da was drin? Nein. Sonst ist hier ja nichts. Hupsa. Und wie immer stürze ich hier nicht in die Schlucht bei Witcher, weil es ist gefährlich, sei ja. Hier ist nichts, die Raubritter haben keinen Stein auf dem anderen gelassen, aber dafür Käse. Nein, den Käse haben sie übersehen, daraus kann man sich dann wieder ein Schwert basteln. Hier. Da. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, wir müssen alles looten. Lasst sie bluten, wir müssen alles looten. Das ist das Motto der heutigen Festspiele. Und wenn ich sage Festspiele, meine ich natürlich Fest aufs Maul spiele. So, hier alles mitnehmen. Ding, 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 ding. Das war es auch schon. Ein bisschen was zu saufen.
Ich sollte eigentlich mal genauer, jetzt sollte ich mal wieder genauer nachgucken, was die eigentlich so mit sich tragen. Weil langsam wird es ja wieder interessant. Aber ich bin es inzwischen so gewohnt, hier durchzuskippen. Weil der Lootfinger mal ding, ding, ding geht und dann, naja. Rasiermesser. Hat sich gelohnt. Ein Fläschchen. Und lauter Maden oder was das da ist. Es sind wahrscheinlich Maden, die aus der Leiche kamen. Ach so. Das war auch gleichzeitig das Fragezeichen hier. Sehe ich ja jetzt erst auf der Karte. Hatte gerade anderes zu tun. Habe ich nicht geguckt. Ah. Sieh mal einer an. Was finden wir denn hier Schönes? Handschuhschema unübersetzt. Das habe ich noch nie gesehen. Und Rüstung natürlich und Handschuhe des Ordens der Flammenrose. Brief mit Befehlen. Brief mit Befehlen. Da schauen wir natürlich gleich mal rein. Brief mit Befehlen, den werde ich sofort stehlen. Levi, hast du das Schema von Robbe bekommen? Gibt es schon Fortschritte? Sobald du auch nur ein Wort entzifferst, schreib direkt mir, da dieser blöde Robbe irgendeinen Scheiß versuchen wird. Wir sitzen auf einer Goldmine, Kumpel. Wir müssen nur rauskriegen, was auf diesen Papieren hingekritzelt wurde. Dann rennen uns die Käufer die Bude ein. Also bis auf Weiteres wird niemand überfallen und ausgeraubt. Bleibt im Lager und strengt eure Köpfe an, bis euch was Sinnvolles einfällt. Ulrich. Okay, und wir haben hier, was ist das? Ah, der Podest-Akquisitor, natürlich. Handschuhschema unübersetzt. In fremder Sprache verfasstes Schema. Es ist eine Übersetzung erforderlich. Die Zeichnungen stellen verschiedene Phasen der Handschuhherstellung dar. Ich frage mich, ob unser Symbolfreund... Ob unser Symbolfreund da was draus zaubern kann. Huch, Tagebuch eines, ach, eines Feuerschluckers. Okay, das kennen wir schon. Haben wir auch schon gelesen. So, das hier war also ein Fragezeichen. Man glaubt es gar nicht. Gucken wir mal ganz kurz hier hinten. Da haben sie noch ein schönes Zelt aufgebaut, aber da ist nichts. Komisches Zelt ohne Eingang. Naja, die werden schon wissen, wie. Ein Ei, das nehmen wir noch mit. Bisschen was zu süppeln. Das braucht der Geralt. Kann er später zum Grillfest mitbringen. Da ist nämlich Getränke-Selbstversorgung. Hier ist nichts. Da hinten Wasserfall ist sehr. Na gut, weiter führt uns unser Weg. Burg Zützer, da waren wir gerade. Ich würde sagen, wir reiten dann hier so, zack. So machen wir es. Sonst könnte ich auch, ich würde auch gerne hier, ich würde auch gerne das, das da würde ich auch gerne, sehr gerne erkundigen. Können wir vielleicht im Anschluss machen. Komm schon. So. Und weiter geht es. Die Burg ist geklärt. Ich weiß nicht, wer da noch Anspruch drauf erheben möchte. Ist ja immerhin... eine verfallene Burg. Achso, ich muss jetzt nochmal dahin. Ich folge schon wieder dem Gelben. Kinkerin-Ruine. Irgendwas lässt mich glauben, dass die nicht ganz unbewacht ist. Plötze, du wartest mal hier. Es sei denn, du willst... Sag mal. Okay, Plötze. Könntest du mal bitte deinen fetten Arsch da? Danke. Banditenlager. Natürlich. War ja klar. Irgendwas in der Richtung muss es ja sein. Weißt du was? Da schlafe ich jetzt mal ein Stündchen. Können wir ja machen in der Nähe vom Banditenlager, warum auch nicht. Ich hätte gern Fernglas und würde gucken, was die da machen. Geralt, du Supersportler. Voll der Assassin's Creed-Mann. Sagen. Machen wir genau so. Ihr habt angefangen. Blut gegen Blut klingt nach dem Plan. Runter mit dir. Ja, ja, das geht schon. Du bist eher ein Bogenschütze. Das sehe ich sofort. Hey, der hat mich erwischt. Im Ausweichen. Na, komm her.
Hey! Ah, okay, das hat gereicht. Das ist ja gut. Die Elenden. Meister Ulrich Befehle. Schon wieder Meister Ulrich. Was ist denn los? Ist ihm langweilig? Der schreibt so viele Briefe. Oder er ist vielleicht sehr einsam. Anantuan Pfeil. Durchsuche die Elfenruine nach wertvollen Artefakten. Danach steck diesen Müllhaufen an und brenn ihn nieder. Was deine Frage zu den Elfenmanuskripten angeht, die du gefunden hast, bring das Schema beim nächsten Wachwechsel mit. Unser Waffenschmied wird sich an die Entzifferung machen. Hat ja nicht so gut geklappt. Da waren wahrscheinlich die Arme zu kurz, oder die haben hier einfach noch gesucht in den Elfenruinen. Was ist das denn für ein leckeres Körbchen dort? Eleganter Brief. Alter, wie viele Briefe. Die schreiben den ganzen Tag, die haben nichts anderes zu tun. Na, gibt ja noch kein Internet. So, eleganter Brief. Nur persönlich an den ehrenwerten Ritter, Sir Antoine Pfeil zu übergeben. Unsere ungewöhnliche Zusammenarbeit hat mir immense Freude bereitet. Ich hoffe, der Herr Ritter erfreut sich bester Gesundheit. Ich habe die letzte Lieferung Elfenskulpturen katalogisiert und sie auf der Stelle vollständig verkauft. Gemäß unserer Vereinbarung hier die Aufstellung unserer neuesten Transaktion. Skulptur Gian Lorenzo, die Vergewaltigung der Ilirena Aelrinen. Käufer Kurt Dysart, 300 Novigrader Kronen, abzüglich 35% Transaktionsgebühr. Skulptur Vorticelli, Phoebus und Daphnae. Käufer Kurt Dysart, 430 Novigrader Kronen. Das übliche Skulptur Gian Lorenzo, die Ekstase von Gewalchzi der Blutigen. Käufer Rudolf de Jonker für 550. Leider war es mir nicht möglich, den Verkauf von Pitas von Michel Angelach an Brandon und Co. INC abzuschließen. Die Firma hat aufgrund angeblicher finanzieller Schwierigkeiten versucht, einen Aufschub einzuklagen. Gerüchten zufolge wurde der Seniorpartner der Firma am helllichten Tage von einem weißhaarigen Hexer ausgeraubt. Aus offenkundigen Gründen stimmte ich einer Verlängerung der Zahlungsperiode natürlich nicht zu. Ein Bote mit dem Gewinn wird an der vereinbarten Stelle warten. Ich meinerseits warte schon ungeduldig auf den nächsten Transport. Jaromir E. Carstairs. Brandon und Co., da haben wir echt, wir haben jemanden ausgeraubt? Das kann ich gar nicht glauben. Am helllichten Tage auch noch? Das, sowas machen wir doch gar nicht. So, wen haben wir hier noch? Da muss noch irgendwo einer liegen. Wie gesagt, wir müssen alles mitnehmen. Es hilft nichts, wir brauchen 5000 Kronen. Jetzt habe ich endlich mal eine Ausrede für all das, was ich immer mache. Was war das? Ah ja, wir müssen alles mitnehmen. Was? Hallo? Hä? Willst du mich verarschen? Toll, ein Schöllkraut. Ja, wir müssen alles mitnehmen. So. Hier ist nix. Ah ja. Okay. Plötzenberger. Ich weiß nicht genau, ob ich da hochkomme. Nein! Gut, dann gehe ich vielleicht von der anderen Seite. Ach, weißt du was? Ich gehe hier durch den Wald und ruf mir El Plötzo Grande dann zusammen. Hey, die Markierung hatten wir vorher auch nicht, die haben wir jetzt bekommen. Eine schöne Ruine. Ich frage mich, ob es da unten noch irgendwas gibt. Ich frage mich generell, ob es dann so versteckte Schätze gibt, die nicht markiert sind. Ich vermute mal, hier gibt es ja nichts. Da kann man einfach schön durchlaufen. Nichts. Tja, da können wir weiter Bauern ausrauben. Schön. Okay. Ein bisschen Weg haben wir noch vor uns. El Plötzo. Heya! Und weiter geht's in diese Richtung dort. Nun aber, wenn mich nicht alles täuscht, nun reiten wir doch der Queste entgegen. Halt! Nein, noch nicht ganz. Ein Fragezeichen haben wir noch. Oh, da unten sind noch viel mehr. Und dann haben wir das aber auch. Da führt ja auch schon ein Weg entlang. Sehr interessant hier. Hier ist wieder ein Schildchen. Ich habe keine Ahnung für wen. Wahrscheinlich für Reisende. Der Totenwald. Ah, Wildschwein. Ciao. Habe ich kein Interesse dran. Plötze. Hm.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Plötze kann da nicht rüberspringen. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade noch rennen, aber da hat er abgebremst. Okay. Das haben wir hinter uns. Bitte keine Wildschweine. Was zum Teufel ist das hier? Hallo? Was sind das für Geräusche? Das werden wir natürlich erst in der nächsten Folge rausfinden. Was sind das für Geräusche? Naja, nach einem etwas missglückten Pferderennen, aber das hat ja zum Glück dann doch noch ganz gut geklappt. Übrigens, im zweiten Durchlauf hat man die Fässer sehr gut gesehen, die da gerollt sind. Lustigerweise waren es auch viel mehr. Es waren irgendwie 6 oder so. Man konnte da nicht einfach so durch. Im ersten Durchlauf war das sehr viel einfacher, weil die Fässer tatsächlich ganz verschwunden sind. Die waren nicht nur unsichtbar, die sind einfach plupp weg gewesen. So wie unsere Einfahrt im Ziel. Naja, dann haben wir es doch noch geschafft. Jetzt haben wir ein paar Fragezeichen abgereist, aber wir sind gut unterwegs. Wir schaffen das ganz gut. Nur die Raubritter scheinen hier irgendwie so eine richtige Plage zu sein. Und ich frage mich, wer diese Raubritter wohl organisiert und ob wir dem vielleicht auch noch auf die Schliche kommen können, weil die scheinen ja einfach nur das Land wirklich ausrauben zu wollen. Das sind ja keine wirklichen Ritter, die sind nicht unterwegs für Ehre oder sonst was, sondern die verdingen sich einfach nur für Geld und gehen wahrscheinlich auch über Leichen, zumindest über unsere versuchen sie es ständig. Ich würde natürlich gerne als fahrender Hexer, vielleicht gegen einen kleinen Obolus, würde ich die Welt gerne von diesen Raubrittern befreien. Gerne aber auch ohne Obolus, auch wenn es gegen meine Hexerehre verstößt natürlich. Wobei wir brauchen jetzt ganz viel Obolus, ganz, ganz viel Obolus, damit wir uns irgendwann irgendwie diese 5000 Euro, ich sage bewusst Euro, diese 5000 Kronen müssen wir uns irgendwie verdingen, damit wir die Runen kaufen können. Und das waren nur die Anfangskosten. Ich weiß überhaupt nicht, wie sollen wir das dann aufbringen? Wir werden unseren jugendlichen Körper am Bahnhof verschachern müssen für 10 Cent an hungrige Reisende. Es geht gar nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich da sonst auf 5000 Kronen kommen soll. Das wird ein harter Sparkurs, den wir erfahren werden. Und das wird ein harter Lootkurs, den wir erfahren werden. Wir werden wahrscheinlich in Skellige die Fragezeichen abklappern müssen und dann den ganzen Scheiß verkaufen. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Vor allen Dingen, wenn das nur die Anfangskosten sind, dann möchte ich gar nicht wissen, was da noch auf uns zukommt. Macht mir mehr Angst als eine Striege. Keine Ahnung. Lass uns überraschen. In der nächsten Folge erfahren wir diesbezüglich leider noch nicht mehr, aber immerhin landen wir dann am Ort unseres Wohlwollens, am Ort unseres Vertrauens, nämlich bei der nächsten Quest. Lass uns überraschen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.